Herzlich willkommen zu meinem kleinen Halloween-Special. Ich habe mir einfach mal gedacht, ich packe einen Hokkaido-Kürbis in drei. Ja, ihr habt richtig gehört. Drei diverse Gerichte. Und zwar zum einen hätten wir da Kürbisblätterteigtaschen. Ich habe hier mein Einhorn. Kürbisblätterteigtaschen mit Bacon, Cheddar-Käse und... Nicht, du Idiot. Zum anderen mache ich ein Kürbismuffin mit Schokokern. Schokokern und Mandeldecke. Schon richtig lecker Mandeln. Das wird toll. Ja, und dann gibt es noch etwas Spezielles. Ja. Pumpkin Spice Latte. Und ihr könnt mich auch gerne anrufen, wenn ihr wollt. Ruft mich an! Ruft mich an! Ja. Die kommt so schnell nicht wieder und... Wir vergessen das jetzt alles mal und gehen in die Küche. Bis gleich! Alles klar, da sind ganz schön viele Zutaten, darum packe ich alles in die Beschreibung unten rein, scrollt runter, kopiert es euch, schreibt es euch auf und geht einkaufen. Wir stellen den Ofen schon mal auf 100 Grad Umluft vor, weil der Kürbis kommt dort hinein. Der Hokkaido-Kürbis wird circa eine halbe Stunde gebacken, weil dann kann man ihn leichter schneiden. So einfach ist das, jetzt wird Kaffee gemacht. Ne, Kanne Kaffee, Wasser, ein bisschen Pulver, so 6 Löffel ungefähr. Jeder weiß, wie Kaffee geht, muss ich ja nicht erklären. Okay, die Milch für den Pumpkin Spice Latte. Circa ein halber Liter ungefähr, so kann man schon mal in den Topf machen. Und auf zwei Stellen, dann packen wir eine Zimtstange, 2 bis 3 Sternanis, so, au, oh, mein Finger, Moment, hier. Und dann so eine Handvoll Pimentkerne und 3, 4 Nelken, kommen auch noch hinein. Und ich habe hier diesen kandierten Ingwer von so einem Stand, von einem Weihnachtsmarkt von letztem Jahr. Alles schön verschnüren und ab in die Soße, Milch. Milchknilch. Diese einfach so auf Stufe 2 oder 1 stehen lassen und jetzt schneiden wir den Kürbis in Drittel. Genau, exakt. In Drittel, so wie den Mercedes-Stern. Und dann brechen wir ihn auseinander, weil wir brauchen 3 Teile. Wir haben ja schließlich eine Trilogie von Kürbis. Den Kürbis aushöhlen. Easy peasy. Und dann schneiden wir den halbiert und drittelt und geviertelt und geachtelt und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal und dann, ja, und es geht immer so weiter. Kleinschneiden und Zeitraffer. So, 2 von den Dritteln werden klein geschnitten auf einem Blech verteilt. Exakt so. Weil einmal kommt das in die Muffins und einmal natürlich in die Blätterteigtaschen. Das andere Drittel schneiden wir auch gleich mal klein. Und packen es, wenn das klein geschnitten ist, in einen Topf mit der Milch. Und lassen es einfach ziehen. Das kann man stehen lassen. Schauen wir mal, was im Ofen so los ist. Oh mein Gott, was war das? Bitteschön. Oh. Gänsehaut am ganzen Körper. Ja, okay, nach 10 Minuten sind sie fertig rausholen. Jetzt können wir das Mehl abwiegen. Sorry Leute, den Spaß musste ich mir erlauben. Vom Mehl brauchen wir 200 Gramm. Hier wird Piment und Nelke klein gemahlen, jeweils 1 für die Kürbismuffins. Butter brauchen wir 150 Gramm und eine Maus. Diese kleine blöde Maus hier. Nein, Spaß. Für die Kürbismuffins brauchen wir, wie schon gesagt, die 150 Gramm Butter. Braunen Zucker auch ca. 150 Gramm. 2 Eier. Die Eier hat sie fest in der Hand, ja, und schlägt sie auf. Wir brauchen Vanillezucker und zwar ca. 2 Teelöffel oder die ganze Packung. Je nachdem, wie süß ihr es haben wollt. Wir brauchen Zimt, etwas Muskatnuss, unsere Nelke-Piment-Mischung, den bisschen Backpulver. Ein klein wenig Backpulver brauchen wir auch, damit die schön aufgehen und fluffig werden. Auch 2 Teelöffel. Bam! Fertig. Das Ganze wird jetzt ordentlich gemixt. Bis es ein bisschen, ja, ein bisschen durchgemixt ist. Dann brauchen wir den Ingwer. Ingwer klein schneiden. Muss nicht ganz so fein klein geschnitten sein. Es wird später püriert. Ist auch für die Kürbismuffins. Hier ist der weichgekochte Kürbis.
Der war 10 Minütchen, 15 Minuten ungefähr im Ofen bei so 180 Grad. Ein bisschen Milch hinein und mit einem Zauberstab fein pürieren, beiseite stellen und auskühlen lassen. Am besten in den Kühlschrank stellen, weil ja, das geht einfach schneller. So, jetzt geht's zum Fleisch. Da müssen wir einfach das Fleisch in kleine Würfelchen schneiden, die Schwarte weg, weil die schmeckt so an sich nicht. Wenn man sie mitbrät, wird sie ganz schön zäh und knatschig. Das Fleisch habe ich gewürfelt in kleine schöne Stückchen. Ich habe bewusst kein Frühstücksspeck genommen, weil der ist immer so salzig und da ist Pögelsalz dran und das mag ich nicht. So, hier ist der Cheddar-Käse. Ich liebe diesen Cheddar-Käse, der ist so grandios geil lecker. Käse. Ich bin Käsefanatiker. Okay, die andere Hälfte, beziehungsweise das andere Drittel vom Kürbis habe ich in die Schüssel mit dem Käse. So, hey, das Video ist viel zu schnell. Den Speck und so durchwürfeln, oh mein Gott, und Salz und Pfeffer und ein bisschen Curry. So, jetzt bin ich wieder hinterher dran. Cayenne-Pfeffer kommt auch hinein für die Würze und natürlich ein bisschen Petersilie. Frische gibt es leider keine mehr. Die Zeit ist vorbei. Alles schön vermengen. Und dann den Deckel vom Olivenöl hinein. Haha, so wie im letzten Video. Ein bisschen Olivenöl und noch ein bisschen vermengen. Und dann, wenn die Schweinebauchwürfelchen schön braun und knusprig sind, so wie hier. Oh, lecker. Ja, packen wir sie in die Schüssel hinein und vermengen das ganz ordentlich. Für die Blätterteigtäschchen brauchen wir ein verglebbertes Ei. Hier sieht man den Blätterteig. Da habe ich fertigen gekauft. Der wird eingepinselt mit dem Ei. Schön ordentlich einpinseln. Erstmal von innen einpinseln natürlich. So, und dann die Masse drauf verteilen. Schön ordentlich verteilen. Oben und unten ungefähr so 5 cm freilassen. Oder unten ein bisschen mehr. Oben ist nicht so wichtig. Schön flach drücken alles. Und dann ganz vorsichtig, das wird ein bisschen knifflig dieser Teil. Ganz vorsichtig einschlagen und einrollen. Ordentlich festdrücken, das ist wichtig, weil sonst fliegt alles rum. Und dann wird es gerollt und gerollt. Keep on rolling, baby. Ja, okay. Von der Rolle schneiden wir dann ungefähr so 2 cm dicke Stücke herab. Legen diese aufs Backblech. Backblech, was ist denn jetzt los? Ich wiederhole alles so komisch. Und pinseln sie mit Ei ein. Einfach das klepperte Ei nehmen. Na, wo sieht man's? Hier sieht man's. Mit einem Silikonpinsel einpinseln. Es ist ganz einfach. Und kann man. Es erspart euch Mühe und Arbeit, wenn ihr es als ganze Rolle einpinselt. Ja, stimmt auch wieder. Danke für den Tipp. Du hast ja recht. Ich sollte öfters auf dich hören. Tut mir leid. Okay, den Ofen auf 200 Grad Umluft, meine Lieblingstemperatur, und circa 15 Minuten stellen. 20 Minuten, 15 Minuten, ja so. 15 Minuten passt. Tipptopp. Und dann nach so 5 Minuten, wenn der Ofen heiß ist, packt man ein bisschen Wasser hinein. Das lässt den Blätterteig schön aufgehen. Einfach hinein und den Ofen verschmutzen und dreckig machen. Und dann sieht das so aus. Schaut sie euch an, sind die nicht lecker? Grandios, und die haben so geil geschmeckt. Okay. Jetzt geht es ans Topping für die Muffins. Da brauchen wir ca. 100 Gramm Butter und 150 Gramm Zucker. Ich weiß, das ist ganz schön viel. Ein Päckchen Vanillezucker, eine ordentliche Ladung Zimt und 3 Esslöffel Milch. So, habt ihr das alles zusammengemengt? Könnt ihr das auf den Herd stellen? Ach ja, genau. 3 Esslöffel Mehl fehlen auch noch. Und das Ganze auf den Herd stellen und einfach so ein bisschen bei seichter Temperatur ziehen lassen, damit es ein bisschen schmelzt, und verrühren. Da hinten seht ihr die Milch, die steht immer noch. Und hier mache ich die Kürbispampe in den Teig. So, einfach hineinpacken, Zeitraffer, damit es alles schneller geht, und dann vermengen und dann nach und nach die 200 Gramm Mehl von vorhin reinmengen. Ich weiß, es ist alles kreuz und quer, aber so wird alles später zur gleichen Zeit fertig. Vertraut mir, ich bin Koch, ich kann sowas. Vertraut mir bitte. Vertraut mir, meine Lieben. Okay. Habt ihr dann die 200 Gramm Mehl hineingerührt, könnt ihr den Teig probieren. Oh, ist der lecker. Ja, ist ja fast schon erotisch, dieser Teig. Oh, ist der gut. Yeah. Wir schneiden die Schokolade klein. Die kommt in die Muffins. Klack, 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 klack. Und da kommen die Mandeln in den Topping-Dinger hinein. Einfach schön vermengen und ein bisschen rumrühren. Abschütteln nicht vergessen.
Und dann füllen wir den Teig in die Muffinform. Schön verteilen. Circa einen Esslöffel, dann die Schokostückchen hineinstecken. Einfach reinpacken. Ich habe so in von 12 9 Stücken Schokolade gemacht. Und die anderen 3 normal gelassen. War beides lecker. Ist super lecker. Dann nochmal einen Esslöffel circa von dem Teig oben drauf packen. Einfach drüber legen. Keine Sorge, die werden schön groß. Und dann kommt diese grandiose heiße Mandeldecke. Achtung, Zucker kann sehr heiß sein. Also passt ein bisschen auf. Verteilt das einfach so wie ich hier auf den Muffins. Ganz einfach. Später wird es schön knusprig, karamellisiert im Ofen und wird einfach grandios lecker. Nom 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 nom. Du sagst es. Entschuldigung. So. Und was haben wir hier? 200 Grad und circa 20 Minuten. Umluft mal wieder. Ich habe mir gedacht, ich habe noch ein bisschen Teig übrig und Schokolade. Achtung, ich habe die Schokolade klein geschnitten. Das Ganze in den Restteig. Diese Mandelmasse noch dazu gepackt. Einfach so hinein. Klatsch es hinein. Vermengt es ordentlich. Schön ordentlich vermengen, ja. Achtung. Und dann kommt das auf das Blech. Mit Backpapier. Das war eine grandiose Idee. Es schmeckt ungefähr wie Spekulatius. Ich hätte nicht gedacht, dass es so lecker wird. Einfach verteilen, schön dünn ausstreichen und backen. Apropos backen. Schauen wir mal, was die Muffins machen. Die sehen nämlich lecker aus. Holy shit, geil. Du sagst es, Sashi. Jetzt rede ich schon mit mir selber. Komisch. Ich würde sagen... Ja? Weitere 5 Minuten. Nein, die sind sehr weich. Ja, gute Idee. Würde ich auch so machen. Das ist auch schön. Keine Ahnung, was das ist, aber es ist schön. So eine Art Spekulatius, weißt du? Tschüss. Okay, das war seltsam. Nach 5 Minuten einmal eine Stichprobe mit so einem Thermometer machen. Ich glaube, ich habe sie doch ein bisschen länger drin gelassen als 15 Minuten. Ja, so 10, 20, 20, 25 Minuten. Einfach mal mit einem kleinen... Ja, sag ich doch, mit einem kleinen Piekser hineinstecken und schauen, ob der Teig dran hängen bleibt. Aber so nach 20 Minuten sind sie super. So, hier ist die Milch. Die stand die ganze Zeit auf ganz kleiner Stufe auf dem Herd. Das macht dir überhaupt nichts. So kann die ordentlich durchziehen. Hier wird abgeschmeckt mit 2 Päckchen Vanillezucker. Wer süßer möchte, kann noch ein bisschen Zucker oder Honig dran machen. Das schmeckt auch sehr lecker. Diesen lapprigen Teebeutel raus, einen Zauberstab bzw. Pürierstab nehmen. Klein pürieren. Einfach schön, klein, fein pürieren, bis keine Stückchen mehr drin sind. Und dann füllt man das in ein Glas. Hier ist ein Latteglas. Er hat Latte gesagt. Ja, genau. Und dann kommt der Kaffee hinein. Der stand die ganze Zeit hinten in der Maschine. Das macht ihm überhaupt nichts. So ist er noch schön heiß. Und das schmeckt echt super, muss ich sagen. Ja, besser als das Zeug von diesem Starbucks oder wie auch immer. Und es sieht toll aus, schön gelb, es sitzt sich ein bisschen ab, aber ich finde, das hat doch was, so bei einer Halloween-Party oder einem gemütlichen Nachmittag, einem schönen gemütlichen Herbsttag, zusammen mit diesen leckeren, geilen Muffins, schaut sie euch an, dieser flüssige Schokoladenkern aus, das Pornös und die grandios leckere Mandeldecke. Aber wenn ich das da so sehe, läuft mir das Wasser im Mund zusammen. So! Well, well, well. Warum sage ich eigentlich immer well? The wishing well. Ah, ein Wunschbrunnen, ja. Ein Wunschbrunnen wünscht sich doch jeder, um einen kleinen Centbetrag hineinzuschmeißen und sich, keine Ahnung, einen Burger zu wünschen oder so. Apropos Burger, checkt meine anderen Videos aus. Zum Beispiel das Let's Cook von American Ketchup und Burger oder mein Kassler mit Gnocchi oder das Zucchini-Gedöns mit Kartoffelpüree. Halloween ist bald. Ganz gruselig ist das. An Halloween gibt es natürlich Kürbis und wie ihr jetzt gerade gesehen habt, kann man aus dem Kürbis richtig geile Dinge machen. Wir haben das Blätterteig-Täschchen gemacht mit dem Schweinebauch und dem Cheddar-Käse. Schmeckt warm am besten so am Abend noch verbrauchen, damit ja eure Gäste lecker essen haben. Dann könnt ihr es am nächsten Tag eventuell nochmal aufwärmen, aber ich glaube nicht, dass das schmeckt. Ah, und die Muffins, oh, die sind so lecker. Die sind so gut, die Muffins. Grandios einfach. Mit dem Schokokern, das war eine gute Idee, dann auch kurzfristig umzuentscheiden und einen Schokokern reinzupacken. Ich meine, das war, oh, ja.
lecker war's. Unten im Channel sind die ganzen Verlinkungen und Social Stuff wie Twitter und Instagram und Google Plus. Ja, gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ihr könnt mich gerne abonnieren, das würde mich tierisch freuen. Genau. Und dann sieht man sich das nächste Mal. Also dann, haut rein, Leute. Das ging mir noch an. Ich hab mich extra für euch hübsch gemacht. Hallo. Ich hoffe, euch hat mein Pumpkin-Spice-Latte geschmeckt. Ja, der lecker Pumpkin-Spice-Latte, das war meine Idee. Und ja, meine Haare sind ja voll scheiße. Und meine Nase fällt ab. Aber hey, Leute, ruft mich an, ja. Ja, ruft mich an. Ja, oh, meine Nase ist abgefallen.